wunderschönen guten Tag zum ersten Podcast von Makorama. Mit mir dabei ist wie immer, sonst in den Livestreams, Hera. Einen wunderschönen guten Abend. Und vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du überhaupt bist. Ja, ich bin der Hera oder auch lang ausgesprochen Herador. Ich bin seit einiger Zeit bei Mäki mit dabei, hauptsächlich in den Livestreams, ansonsten aber auch der Mann im Hintergrund. Die Stimme im Hintergrund, genau. Ja, und zu meiner Person, ich bin die Mäki. Ich bin auf YouTube eigentlich mit meinem Kanal Makorama bekannt. Hab noch das ein oder andere quasi hier so ganz klassisch im Business laufen, also Filamenthandel und sowas in der Richtung. Und wir haben jetzt ein paar Themen immer gehabt, wo wir gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt einfach mal einen Podcast drüber. Es handelt alles um 3D-Druck in irgendeiner Art und Weise, genau wie auf unserem YouTube-Kanal, wer dem noch nicht folgt, auf youtube.com/@makorama. Da könnt ihr dann die Videos anschauen, auch die Livestreams, die wir haben. Und da gibt es aktuell sogar ein paar spannende Projekte, aber dazu gibt es dann später nochmal mehr. Wir haben jetzt heute ein paar Themen. Ich habe eine Liste gemacht mit, finde ich, spannenden Themen erstmal bezüglich Problemen, die uns allen im Alltag quasi erstmal entgegenwirken, wenn man auf Etsy zum Beispiel mal einen Shop aufmacht oder einen Account aufmacht. Zum anderen aber auch, was haben wir noch? Wir haben nochmal Bamboo im Thema heute. Ja, ganz großes Thema wegen Copyright. Und wir haben nochmal den G-Tag Al-Kite als Platzhalter für günstige Drucker, über die wir reden wollen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit Etsy, was denn da alles passiert ist. Bist du denn auf Etsy, Hera? Nein, tatsächlich nicht. Nicht? Okay. Nein. Also für alle, die nicht wissen, was Etsy ist eine Online-Handelsplattform, ähnlich wie Amazon Marketplace sozusagen, wo kleine Unternehmer oder kleine Handwerker ja, ihre selbstgemachten Sachen, wie zum Beispiel mal jetzt hier so eine Taschenlampe für die Buzz Lightyear Gun quasi dann drucken und anbieten können. Wir haben hier noch den Astronauten, den werde ich demnächst auf Etsy anbieten. Und da kann man richtig coole Sachen kaufen. Ich habe jetzt gerade für meine Bo-Katan-Rüstung, die ich hoffentlich im November diesen Jahres auf der Form Next dann tragen werde, wenn wir genug Abonnenten erreichen auf dem YouTube-Kanal. Und da habe ich jetzt zum Beispiel mal die Jacke bestellt für die Rüstung. Ja, also für diesen Fliegeranzug, den die Bo-Katan trägt, diese Jacke entsprechend, die ist komplett maßgeschneidert, kommt aus der Ukraine. Die Dame war ultra nett und hat direkt die Maße entsprechend von mir entgegengenommen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Händler, die auf Etsy verkaufen können. Und da gibt es auf beiden Seiten Probleme. Ich habe auf der Händlerseite Probleme erfahren. Aber was ich da für Storys mittlerweile gehört habe, nachdem ich die ersten Probleme hatte, sind echt Haare raufend. Also, was hatten wir gehabt? Als erstes, als ich den Shop aufgemacht habe, kam direkt eine Nachricht, angeblich von Etsy selbst, wo es hieß, hey, pass mal auf, dein Shop ist wieder deaktiviert worden, weil uns fehlen noch Daten. Und du musst uns jetzt erstmal hier auf der Webseite all deine Daten eintragen. Also E-Mail-Adresse, Adresse, wie heißt das, Name, Markenname, Versicherungsnummer, Lucid-Nummer. Lucid-Nummer, für alle, die es nicht wissen, das ist so eine Versand-Recycling-Nummer, ja, von so einem Recycling-System. Dann gab es von allen möglichen, wollten die alles wissen, Zahlungsdaten und sowas in Richtung. Und als ich das Formular gesehen habe, habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht von Etsy sein. Also vor allen Dingen war es ein Google-Formular, ja. Und da bin ich erstmal hellhörig geworden. Und dann habe ich mich schlau gemacht und habe gesehen, ey, das ist eine Betrugsmasche. Und genau an dem Tag, wo ich den Shop eröffnet habe, wo der Shop live gegangen ist, habe ich eine Latte an E-Mails bekommen von Kunden, die angeblich bestellen wollten, die aber nicht bestellen konnten oder bestellt haben, aber die Zahlung nicht durchgegangen ist angeblich. Und da bin ich erstmal stutzig geworden, weil ein neuer Shop, der online geht, das kenne ich auch von Amazon, der verkauft nicht direkt am ersten Tag 10, 12 mal den gleichen Artikel. So geil war das Ding, was ich da reingestellt habe, auch nicht. Ja, dass es direkt so viele Verkäufe hat. Und da wundert es mich dann, dass das auch bei Etsy, ich habe das dem Support gemeldet, nicht angemeldet, wie ist es nicht, dass der Etsy nicht drauf reagiert und den Spam halt nicht mal versucht, irgendwie Herr zu werden. Ich meine, das ist teilweise schwer, aber ja. Ja, und das gibt es natürlich auch auf anderen Plattformen. Hast du dann schon mal sowas in der Richtung erlebt, Hera? Das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, ist, wie man es in Anführungsstrichen damals gemacht hat, über eBay Kleinanzeigen, beziehungsweise eBay allgemein, da konnte man ja teilweise auch sich Sachen anfertigen lassen oder zum Beispiel viele haben einfach nur als Verkauf reingeschrieben, 3D-Druckservice. Ja. Das geht ja im Endeffekt in eine ähnliche Richtung. Genau.
Also nicht nur eine ähnliche Richtung, sondern es ist exakt das Gleiche halt, ja. Ja. Im Prinzip ist das genau eins zu eins das Gleiche, wo man Nachrichten von Leuten bekommt, hey, ich hab was gekauft, aber die Bestellung ist nicht richtig durchgegangen, weil das Geld irgendwie, kannst du mir mal bitte bla 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 oder wo soll ich dir das Geld hinüberweisen oder sonst was in Richtung, klär das doch mal bitte und hast du nicht gesehen. Da gibt es so viele Betrugsversuche mittlerweile, das finde ich echt erschreckend, dass da die Anbieter dem Ganzen nicht Herr werden. Das ist schon echt erschreckend, muss man sagen. Ja, also wenn ihr auf Etsy unterwegs seid und auf Etsy irgendwas verkaufen wollt, passt drauf auf, dass ihr da nicht über den Tisch gezogen werdet. Genau. Nicht nur auf Etsy wohlgemerkt, ja. Auf allen Plattformen. Ja, ja. Etsy, Amazon. Es gibt ja Amazon Handmade mittlerweile, ne? Das ist ja auch so eine Plattform, wo man als Kleinkünstler sozusagen, jetzt auch, ich zähle mich jetzt auch mal dazu, wenn ich jetzt so gedruckte Sachen verkaufe, das sind so handgemachte Sachen, ja, und handmade, handgemacht, wo man sowas dann verkaufen und anbieten kann. Ich gehe mal davon aus, da wird genau das Gleiche passieren. Ja? Dass das dann mit der Zeit in der Hinsicht, wie heißt das, überrannt wird mit Spam oder sowas in Richtung. Also traut nicht jeder Nachricht, die da auf solchen Systemen an euch herangetragen wird. Dann haben wir ein zweites Thema, wo ich ziemlich zwiegespalten bin, muss ich sagen. Ja, auf der einen Seite finde ich es ziemlich gut, dass es sowas gibt, dass es so in die Richtung auch mittlerweile geht und wie Community wächst. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Angst davor. Nämlich, wir nehmen mal als Beispiel den GTEC Al-Kite, den man für 99, in Anführungszeichen 99 US-Dollar auf der Webseite von GTEC kaufen kann. Ja, zuzüglich Versand. Und wenn man das Ganze im Euro-Raum kauft, kostet das Ganze natürlich dann nicht mehr 99 Dollar, sondern keine Ahnung, weil es nochmal importiert worden ist und sowas Richtung 120, 130 Dollar. Ist aber immer noch im Vergleich zu anderen Druckern in dem Bereich, im Resin-Bereich, ziemlich günstig. Und ich vermute auch, das ist auch so meine Vorhersage für 2024, dass es auch im FDM-Bereich kommen wird. Alte Technologie im neuen Gewand. Günstiger angeboten als die aktuellen Top-Modelle. Ja, statt für 300 Euro mal einen Drucker für 120, 150 Euro oder so aus Richtung. Und da sehe ich halt zum einen ein Riesenpotenzial drin, dass die Community wächst, auf der anderen Seite aber auch eine Riesengefahr drin. Und da muss ich sagen, also wenn ich jetzt mal zum Beispiel mal die Seite von GTEC mir angeguckt habe, die hatten Bilder auf der Webseite gehabt, wo jemand hingegangen ist und mit bloßen Händen das Resin vom Objekt abgewaschen hat, weil es ein Waterwashable Resin war, natürlich noch unter dem laufenden Wasser im Waschbecken, unten in der Küche am besten noch, ja. Und da fahre ich mir den Kopf und sage so, nee, das darf doch nicht wahr sein, weil das sind Leute, die da reingespült werden, die kennen sich noch gar nicht mit der Materie aus, die denken sich, ach ja, geil, ist nicht giftig, kann ich direkt abspülen und sowas in Richtung, ist sowas wie Honig oder so, keine Ahnung. Dabei ist es hochgiftig und hochtoxisch und kann halt auch krebserregend sein, wenn man mit der Haut in Berührung kommt damit. Das Problem dahinter sind halt auch eben die Firmen, die, glaube ich, diese gewisse, wie soll man sagen, diese, mir fällt das richtige Wort dafür nicht ein, die nehmen die Verantwortung nicht an. Beziehungsweise sind sich der Verantwortung nicht bewusst, die dahinter steckt. Richtig. Meine, bei FDM ist das ja nochmal eine andere Sache. Klar gibt es da auch Dämpfe, klar gibt es da auch sehr viele Sachen, wo man drauf achten muss. Aber vor allem in diesem chemischen Resin-Bereich sind es halt auch nochmal mehr Know-hows, die man mitbringen sollte oder wissen sollte. Richtig. Und wenn man halt sowas macht, ist das halt für den Kunden verlockend, in Anführungsstrichen, sich in etwas reinzuleiten, wo sie vielleicht sich vorher mal informieren. Absolut. Und das war auch meine Kritik an GTEC. Und es gab so ein bisschen hin und her per E-Mail, wo ich erst gedacht habe, ja komm, die wollen es nicht kapieren oder so in Richtung. Es waren 3, 4 E-Mails, wo ich dann nach der dritten E-Mail gedacht habe, ja komm, okay, sag doch einfach, dass du nicht möchtest. Aber ich muss sagen, Chapeau an GTEC, als sie dann verstanden hat, worum es ging. Die hat das anscheinend wirklich nicht verstanden. Ich habe ihr dann irgendwann ein Bild geschickt und habe ihr einen Pfeil drauf gemalt. Da, das nicht gut, ja. Weil, wenn der sich jetzt ein anderes Resin kauft, in ABS-like oder so in Richtung, selbst wenn das vielleicht noch hautverträglich ist und du davon nicht krank wirst, dann kann es sein, dass er denkt so, oh, ich habe hier noch ein schwarzes Resin und er denkt nicht dran, dass das vielleicht ein ganz anderes Material ist, was dann noch schädlicher ist. Und das dann vielleicht auch unterm Wasser versucht abzuwaschen und sich wundert, dass es nicht funktioniert, weil er einfach dafür Isopropanol braucht zum Abwaschen und das halt dann mit der Haut erst recht nicht in Berührung kommen kann und dann am Schluss sich wundert, warum er dann, keine Ahnung, eine Immunerkrankung bekommt, Krebs bekommt oder irgendwas in der Richtung, weil das kann durchaus passieren, wenn man zu arg mit den Materialien in Kontakt bekommt. Und
Aber als sie das da gesehen hat, hat sie gemeint, stimmt, du hast recht. Und haben es direkt instant runtergenommen. Das hat, als die E-Mail gekommen ist, keine 5 Minuten gedauert. Da waren alle Bilder auf der Webseite ausgetauscht. Und es waren dicke, fette Warnhinweise drauf. Wie auf der Flasche auch. Auf der Flasche steht ja auch drauf. Großes Warnhinzeichen, nicht trinken, nicht essen, nicht mit der Haut in Berührung bringen. Und dann waren diese Warnhinweise auch auf der Webseite. Fand ich sehr löblich in der Hinsicht. Aber das, ich finde, das fehlt noch zum Teil. Dass da die Leute denken so, okay, ja, sie gehen so ein bisschen salopp damit um einfach. Und das ist halt gefährlich, finde ich. Aber das ist eben genau der richtige Weg, muss man sagen. Ja. Wenn dann die Firmen selber, zum Beispiel jetzt in dem Fall G-Tech, auch das eingestehen kann und dann auch zurücksteuert, finde ich, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ja, ja. Also da werde ich auch nachher nochmal einen Short aufnehmen, weil ich das wichtig finde, dass man das dann auch kommuniziert, dass ein Hersteller halt dann auch gemerkt hat, dass er da Mist gebaut hat, oder was heißt Mist gebaut hat, aber da halt falsch kommuniziert hat und das dann jetzt korrekt gestellt hat, ja, und richtig gestellt hat. Das muss man dann aber auch von unserer Seite, muss man das dann auch loben und auch nochmal richtig stellen, dass dann da eine Änderung stattgefunden hat. Das finde ich ist wichtig, dass man es hervorhebt, weil nur so kann man sich weiterentwickeln. Dass so ein Fehler passiert, ja genau, Lob. Lob, wen Lob gebietet. Genau, dass so ein Fehler passiert, ich meine, uns allen passieren Fehler, wir sind alle nur Menschen. Aber da, was es wichtig ist, dass man daraus auch lernt und dass man das auch abändert. Und wenn man das macht, dann gehört einem auch auf die Schulter geklopft und gesagt, hast du gut gemacht. Ja, und dann sind wir schon gleich fast beim nächsten Thema. Aber da machen wir mal noch ganz kurz ein klein bisschen Eigenwerbung dazwischen. Nämlich, wer unseren YouTube-Kanal noch nicht abonniert hat, youtube.com/admakeorama. Da könnt ihr dann euch mal Videos anschauen. Wir haben jetzt gerade ein paar Drucker uns angeschaut. Wir haben ein Projekt mit Matthias Schweighofer, wo wir die Buzz Lightyear Lasergun, der wird jetzt im Februar an Karneval, je nachdem wann ihr es hört, ist schon vorbei. Aber da wird er dann mit dieser Lasergun, die wir komplett mit Elektronik ausgestattet haben, dann über den Karneval rennen. Wir sind gerade dabei, noch Lichtschwert zu bauen und haben sonst auch jede Menge andere lustige, sag ich mal, Ideen und Projekte, die wir da zeigen werden. Wir haben coole Livestreams mit Hera, ja. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da den Kanal abonniert, ab und zu mal reinguckt und ein bisschen Feedback gebt. Und wenn wir die 20.000 Abonnentenmarke knacken werden, habe ich gesagt gehabt, renne ich im Bo-Katan-Kostüm über die Formnext. Die Formnext ist eine 3D-Druckmesse im November und Bo-Katan ist halt so eine Figur aus Star Wars und da bin ich echt gespannt, ob wir die 20.000 Abonnenten knacken, ob ich dann wirklich im Kostüm drüber rennen muss oder nicht. Wo man auch gleichzeitig sozusagen. Ja, das Projekt der Rüstung, der Druck davon, ist ebenfalls ein aktuelles Livestream-Projekt von uns. Richtig, richtig. Genau. Und das Lichtschwert eigentlich auch, weil wir werden das Lichtschwert quasi, die Elektronik, die da drin steckt, in den Darksaber quasi einbauen. Das ist das Lichtschwert, was Bo-Katan quasi mit sich trägt. Richtig. Und um noch eins weiterzugehen, die Buzz Lightyear Lasergun werden wir auch nochmal in der Lasergun von Bo-Katan mit einbauen. Ja, also es ist gut, dass ich die Elektronik für den Matthias jetzt bei Amazon 3-mal bestellt habe, glaube ich mal. Dass ich auch genug Bauteile da habe, um dann nochmal die 2 Knarren von Bo-Katan quasi mit den LEDs und mit den Lautsprechern auszustatten. Quasi Recycling im doppelten Sinne. Ja, genau. Genau. So, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Und das wird ein ziemlich spannendes und das wird wahrscheinlich auch vielen Leuten so ein bisschen aufstoßen. Es ist polarisierend, würde ich mal sagen. Was meinst du, Hera? Dadurch, man kann es ja sagen, wie es ist. Bambulab ist jetzt das nächste Thema. Genau. Bambulab ist ein Hersteller, der in den letzten Jahren, beziehungsweise vor allem in den letzten 1 bis 2 Jahren, um sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Ja. Vor allem auch im, in Anführungsstrichen, Einsteigerbereich, dadurch, dass es durch deren Technologien, sag ich mal, ein wenig einsteigerfreundlich geworden ist. Einsteigerfeindlich, ja. Einsteigerfeindlich, nein, einsteigerfreundlich natürlich. es ist ein wenig einsteigerfreundlich geworden, im ersten Sinne zum ersten Mal. Ja. Aber auch da muss man natürlich wieder sagen, man muss mit den Finger auf die Firmen auch mal zeigen und auch mal hinterfragen, was im Hintergrund passiert. Ja. Also mal ganz vorneweg. Es wird mir immer unterstellt, dass ich so ein absoluter Bambu-Hasser bin. Seit ich dieses Video, welche Drucker ich mir nicht kaufen werde, veröffentlicht habe, kriege ich quasi Kritik am laufenden Band, dass ich einfach nur blind Bambu bashe und nicht mag und versuche irgendwie bloßzustellen, während ich auf der anderen Seite von Herstellern wie Prusa quasi bezahlt bin,
wo ich mir nur da sage, okay, mit einem Kanal unter 10.000 Abonnenten momentan wäre ich froh, wenn ich in irgendeiner Weise von irgendeinem Hersteller bezahlt werde. Das Beste, was mir momentan passiert oder was uns momentan für den Content auf dem Kanal passiert, ist einfach, dass wir einen Drucker zur Verfügung gestellt bekommen und dann uns den Drucker angucken und dann einfach wirklich fair versuchen auseinanderzunehmen, was ist gut, was ist schlecht, aber wir haben keine Kooperation in irgendeiner Art und Weise mit Prusa. Ich habe jetzt für den MK4, weil da die Düse, weil ich selbst dran schuld bin, weil ich die Düse kaputt bekommen habe, ich habe im Prinzip das Filament zu früh geschmolzen, mit der Heißluftpistole versucht sauber zu machen und ich krieg's halt nicht mehr raus, das ist meine Schuld, ja, weil ich doof war, aber ich habe mir die Düsen komplett von meinem eigenen Geld im Prinzip bezahlt. Das Einzige, was ich von Prusa mal bekommen habe, war, weil das Teil wirklich kaputt war und es noch innerhalb der Garantie war, ein Lüfter. Ein Lüfter für 10 Euro oder irgendwas in Richtung vielleicht, ja. Aber das ist auch das Einzige. Den Drucker an sich selbst, diese über 1000 Euro plus Versand und alles drum und dran, plus Warten oder auch die MMU3, das Upgrade, alles komplett selbst bezahlt und nicht irgendwie gesponsert bekommen, weil so ist Prusa nicht drauf. Und ich bin auch nicht komplett gegen Bambu. Die Drucker drucken in der Tat, was ich bisher gesehen habe, wirklich gut. Die sind on par mit dem, was der MK4 abliefert. Zum Teil kann der Creality K1 auch mit denen mithalten. Ich bin nicht dagegen, dass neue Leute ins Hobby kommen und vielleicht auch durch Bambu in das Hobby kommen und dann Spaß an dem Drucker haben. Wenn ihr einen Bambu-Drucker habt und Spaß daran habt und keine Probleme habt, freue ich mich für euch wie Bolle. Denn das ist genau das, was ich möchte, dass ihr Spaß an dem Hobby habt und coole Sachen umsetzen könnt. Woran ich aber keinen Spaß habe, und da kommen wir gleich mal zu dem ernsten Thema, zu dem ernsten Punkt in dem Thema, ist einfach, wenn ein Hersteller, egal ob das jetzt Bambu oder Flashforge oder wie sie alle heißen, wenn das ein Hersteller ist, der hingeht und eine Technologie, die Open Source ist, nimmt und diese quasi versucht, Closed Source zu machen. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel mal einen Slicer, wie den Slick 3R. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil er schreibt sich sonst Slicer. Ja? Und das ist ein Open Source Slicer. Das bedeutet, der komplette Quellcode liegt offen und in der Lizenz, in der Nutzungsbedingung, in der Lizenz für diese Software steht drin, dass wenn man auf Basis dieser Software einen Abwandlung quasi programmiert, dass man dann auch verpflichtet ist, diese Software ebenfalls Open Source zu machen. Das gleiche gilt für Baugruppen oder Bauteile in einem 3D-Drucker. Soweit zu der Thematik, wie Open Source aussieht. Das gibt es natürlich noch im Detail, da kann man sich auf der Webseite von Slicer oder auch von Clipper, das ist ein Betriebssystem für 3D-Drucker, kann man sich angucken, da kann man sich die ganze Lizenz durchlesen, da steht aber auch klipp und klar drin, ey, wenn du Clipper benutzt, dann musst du auch das Repository, was du oder das, diesen Quellcode, den du benutzt, in einer Versionskontrolle der Öffentlichkeit zugänglich machen, auch als Open Source und darfst das nicht irgendwie als Closed Source weiterverwenden. Und genau das macht halt Bambu leider Gottes nicht. Ja, also was wir bisher schon gesehen haben, ich meine, angefangen hat es mit dem Bambu Studio. Das ist der Slicer. Slicer ist das Teil, Stück Software, was halt ein Objekt, ein 3D-Objekt nimmt, was man gestaltet hat in einem CAD-Programm und es quasi für den Drucker aufbereitet, dass der Schicht für Schicht das Ganze halt drucken kann. Mit den ganzen Bewegungen, die drin sind, wie der Drucker fahren muss und alles drum und dran. Das ist quasi das Slicing, weil er Schicht für Schicht, Slice für Slice quasi aufbaut. Und Bambu hat sich gedacht, okay, wir nehmen halt diese Open-Source-Software Prusa Slicer. Das ist ein Slicer, den Prusa quasi auf Basis von Slick 3R entwickelt hat und hat sich den Prusa Slicer vorgenommen und hat darauf ihren eigenen Slicer entwickelt und hat aber dieses Bambu Studio, wie sie es genannt haben, dann komplett Closed Source gemacht. Und erst als in der Community in Raunen durch die Menge ging und sie alle gesagt haben, pass mal auf, das da kommt mir bekannt vor, die und die Stellen und die dann versucht haben, das Ganze zu reverse-engineeren und dann rausgekommen ist, ja, okay, wir haben Open Source verwendet und wir haben halt dann auch aus diesem Open Source versucht, Closed Source zu machen. Das ist aber nicht erlaubt. Und das ist halt ein schwieriger Punkt. Der nächste Punkt ist, dass Bambu halt auch sich das durch die Geschichte, durch die noch kurze Firmengeschichte halt durchzieht wie ein roter Faden, dass sie halt versuchen, Patente anzumelden auf Technologien, die eigentlich nicht patentierfähig sind. Das heißt also, wir haben eben nochmal vor dem Podcast nochmal uns angeguckt, da gibt es einen wunderschönen Beitrag von Voxel Lab,
wo wir das Ganze mal nachlesen können. Die haben nämlich aufgeführt, welche Patente Bamboo denn versucht hat zu beantragen, beziehungsweise sie auch genehmigt bekommen hat in China und natürlich auch versucht, diese Patente durchzusetzen. Auf der anderen Seite sind diese Patente aber gar nicht schutzwürdig. Das heißt also, das sind eigentlich Open-Source-Technologien, wie zum Beispiel mal so einem Behälter, an dem man die Düse von dem Drucker erst einmal abreibt, wenn man das Filament wechselt. Also der Bambu-Drucker kann mehrere Farben drucken, der geht also hin, hat eine Farbe in der Düse drin, zieht diese Farbe wieder raus, packt eine andere Farbe von einem anderen Filament rein. Da haben sie was ziemlich Geiles entwickelt, muss ich sagen, mit der AMS nennt sich das. Und das funktioniert wirklich gut, aber diesen Behälter, wo sie dann die Düse dran abwischen, das ist im Prinzip das, was es schon seit Jahren und Jahrzehnten gibt, dass sie dort halt dann versucht haben, ein Patent drauf zu kriegen. Haben sie auch in China bekommen, soweit ich das gesehen habe. Und laut dem CEO, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch genau die Art und Weise, wie sie weiterarbeiten wollen, dass sie halt offene Technologien nehmen wollen, die ein ganz klein bisschen weiterentwickeln, ja, und dann halt versuchen, Closed Source zu machen und zu patentieren. Wobei man sagen muss, es gibt da so eine Hemmschwelle, ab der darf man erst patentieren und die erreichen sie meistens nie. Und das ist halt so eine Art, wie sie versuchen, quasi den Markt zu dominieren und andere zu unterdrücken in dem Sinn, wenn man es mal so sagen möchte, weil das ist auch im Prinzip das, was so in der Agenda quasi ansteht, dass man quasi wie DJI Platzhirsch in Sachen 3D-Druck wird und dass es halt außer DJI vielleicht noch eine Handvoll Unternehmen gibt. Ja, die gibt es. Es gibt noch andere Drohnenhersteller außer DJI, aber man kennt sie halt nicht. Ja, und genau das versucht Bamboo halt im 3D-Druckbereich. Und das Witzige, ja? Man kauft sich quasi die Konkurrenz indirekt auf. Richtig, genau. Dadurch, dass man anderen Herstellern die Möglichkeit nimmt, ihre eigenen Produkte zu entwickeln, eben weil diese Patente diese Produktentwicklung blockieren würden. Richtig. Schießen sie halt dadurch automatisch auf andere Hersteller, selbst Hersteller, sagen wir mal, wie Pusa, die schon seit x Jahren am Markt sind. Richtig. Schießen sie da halt dadurch dagegen und nehmen solchen Firmen halt eben die Möglichkeit weg, ihre eigenen Sachen zu entwickeln. Richtig. Gehen wir nochmal kurz zurück zu Prusa, seit wann die dann am Markt sind. Die sind ja seit 2009 quasi unterwegs. Ja, also der Prusa zum Beispiel, der war ja ganz früh in der Rap-Rap-Community unterwegs. Der hat ja schon damals angefangen. Warum erst seit 2009? Ich sag ganz ehrlich, man hätte sogar schon 2009 auf dem Stand sein können oder viel weiter sein können, als man heute ist. Denn es gab schon 1989 die ersten Konzepte für den 3D-Druck, die auch schon funktioniert haben und die kommerzialisiert worden sind. Da gab es eine Firma in den USA, die sich 1989 gegründet hat, mit dem Herrn Crump, glaube ich, hieß der, und noch zwei weiteren, ich weiß die Namen gerade leider nicht mehr, die haben Stratasys gegründet. Und Stratasys hatte die Patente für 20 Jahre vom November 1989 bis zum November 2009 an FDM-Druck und noch mehreren Technologien inne. Und man hat auch über 2009 noch versucht, krampfhaft mit kleinen Änderungen halt an 3D-Druckern, an diesem Konzept FDM-Druck mit XY und Z-Achse, nur versucht, die Patente über das eigentliche Lebensziel hinaus am Leben zu halten. Und das hat halt dem Markt, finde ich, und auch der Technologie einen riesen Schaden zugefügt, weil dadurch war halt die Konkurrenz gar nicht existent. Man hatte quasi fast ein Monopol gehabt oder man war halt ein Konkurrenthersteller, der Lizenzen bei Stratasys hat müssen einkaufen, ne? Also sozusagen eine Art Genehmigung. Und ich habe die Befürchtung, wenn Bamboo so weitermacht und auf diese unfaire Art und Weise, wie ich es jetzt einfach mal nenne, ja, ich finde es eigentlich noch viel schlimmer, dass man halt Technologien von anderen Firmen, die sie bewusst Open Source gemacht haben, damit die Community wachsen kann, damit die Technologie wachsen kann, eben weil Stratasys am Anfang so agiert hat, ja, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen halt daraus eine Kultur zu entwickeln, die open ist, die offen ist und Änderungen zulässt. Und jetzt versucht Bamboo halt im Prinzip das ganze System wieder zurückzurollen und wieder alles geschlossen zu machen. Auf Biegen und Brechen komm raus, einfach nur um dominant zu sein. Und wer jetzt sagt, das ist alles weit hergeholt, der kann sich auch gerne mal
wie heißt es, wann war das? Ich weiß, es war vor einem halben Jahr oder so in Richtung, als dann China unter Xi Jinping verkündet hat, dass sie eine Agenda haben namens Made in China 2025. Mhm. Und diese Agenda besagt, dass man in den Schlüsseltechnologien, also Elektromobilität, Robotik, AI, 3D-Druck, Drohnen und sowas in Richtung, dominant sein möchte. In Drohnen nicht hat man Dominanz, schon, sondern Marktführer weltweiter Markt. Richtig, genau. Das ist ja Dominanz. Ja, also in Sachen Drohnen hat man es geschafft. Außer DJI kennt man so gut wie keinen Hersteller. Ja, also es gibt noch ein paar andere. Als ich die dann gesehen habe, habe ich gesagt, ja, die sehen fast gleich aus. Sind aber auch alle aus China. Also hat man das Ziel schon erreicht. Und in Sachen 3D-Druck ist man auch schon fast am Ziel. Weil außer Ultimaker oder Lulzbot und Prusa gibt es eigentlich so gut wie gar nichts mehr Großartiges. Es gab mal den einen oder anderen Versuch nochmal und es wird auch mit Sicherheit noch den einen oder anderen geben, aber es wird halt immer schwieriger, wenn es eine Firma wie Bamboo gibt, die dann alles, was andere entwickelt haben, nimmt und sagt, ja danke, gerne kostenlos her damit und wir machen jetzt ein Patent draus und fertig ist und du darfst nichts mehr melden und sowas in Richtung. Oder sogar einen Schritt weiter, von vornherein die Entwicklung sperren, in Anführungsstrichen, ja. Einfach dadurch, dass sie das Patent bereits haben und ja. Dieser Entwickler dann gar nicht erst weiterentwickeln kann. Genau, richtig. Und das sehe ich halt als sehr kritisch an. Und die Methoden, die sie dabei anwenden, finde ich halt verwerflich. Ja, die finde ich nicht gut. Und das ist auch etwas, was ich nicht gerne unterstützen möchte, sondern ich denke mir, der Community hat es gut getan und dem 3D-Druck, dass sie überhaupt so einen Boom erlebt haben, wovon auch China profitiert hat, dass sie halt Open Source war. Und ich würde mir wünschen, dass man einfach sagt, okay, also es gibt eine ganz einfache Lösung dafür, dass man sagt, okay, es gibt gar keine Patente mehr. Es gibt vielleicht noch ein Markenrecht, dass also ein Dritter nicht unter dem fremden Namen, jetzt bei uns jetzt zum Beispiel, dass ein Dritter nicht einfach unter dem Namen Makorama sein Unwesen treiben darf, ohne dass er davon von uns rechtlich belangt werden darf. Ja? Und dass man da Markennamen schützt halt entsprechend mit so einer Art Ausweis oder sowas in Richtung. Aber ein Patentrecht an sich per se braucht man eigentlich nicht. Weil ganz ehrlich, wenn man so einen Drucker auf den Markt bringt, ich habe persönlich auch schon die Erfahrung gemacht, als ich den Hi-Tri Rocket, das ist ein Resin-Drucker, ein Flüssigharzdrucker, der aber nicht funktioniert. Und alle, die versucht haben, das Ganze auf Social Media zu zerlegen und gezeigt haben, was da drin ist. Also es ist nichts Spezielles jetzt, was irgendwie schützenswert ist oder sowas in Richtung, ja. Es ist einfach wie bei jedem anderen Drucker auch, nur dass es halt ein bisschen stärker dimensioniert ist. Aber da kam dann direkt die Androhung mit Klage und allem drum und dran, weil man ja Patente verletzen würde. Oder halt Patente offenlegen würde und Technologien offenlegen würde, die eigentlich geschützt sind. Aber im Grunde genommen funktioniert ja auch so der Markt. Wenn ein Tesla auf den Markt kommt, holt sich die Konkurrenz ein Auto, zerlegt das Ding, guckt, was da alles drin ist und baut dann darauf ihre eigene Technologie auf. Und das hat uns im 3D-Druckbereich, finde ich, sehr weit gebracht und auch sehr viel Positives beschert. Das heißt nicht, dass man damit versuchen kann, entsprechend dann das Ganze immer noch so gut es geht geschlossen zu halten und Geld zu verdienen. Das ist auch vollkommen okay. Ja, auch gerade mit Software, die sicherheitsrelevant ist. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Das finde ich auch vollkommen okay, wenn man sagt, man möchte damit versuchen, Geld zu investieren, weil nur wenn man mit Geld zu verdienen, weil nur wenn man damit auch Geld verdient, hat man auch die Möglichkeit, nochmal zu reinvestieren und dann mit diesen Reinvestitionen halt auch neue Technologien zu entwickeln, die uns dann alle voranbringen. Weil ansonsten hat man Stillstand. Aber diese Art und Weise, wie Bamboo das macht, ist schon teilweise ziemlich dreist. Und da sind wir gleich bei dem nächsten Beispiel, was ich eben erwähnt habe. Die haben nämlich bei Prusa was probiert, was eigentlich ziemlich einfach ist, wo ich mich erschrocken habe, dass ich da selbst noch nicht dran gedacht habe. Aber halt auf eine Art und Weise, wie ich es halt nicht okay finde. Die haben eine eigene 3D-Druck-Objekt-Plattform quasi aufgemacht. Es gibt von Prusa gibt es Printables, das ist eine Webseite, da kann man sich anmelden, da können alle möglichen Leute ihre Objekte hochladen. Und man kann natürlich auch Objekte runterladen, auch ohne dass man angemeldet ist und registriert ist. Und Bamboo hat sich gedacht, okay, pass auf, wir gehen hin, wir bieten jetzt diese neue Plattform an und wir möchten natürlich auch die Objekte von Printables bei uns anbieten. Also das auch, was andere Hersteller gemacht haben. Also Bamboo ist da nicht alleine. Flashforge hat das, glaube ich, jetzt noch nicht gemacht. Aber Creality, mit der Creality Cloud hat das versucht und ist gnadenlos gescheitert. Und Bamboo ist hingegangen und hat gesagt, okay, wir werden einfach mal ein Skript anbieten, einen Automatismus, mit dem die Leute sich bei uns anmelden können, sagen können, okay, pass auf, das hier
ist mein Printables-Account, die können sich verifizieren. Dafür müssen sie halt bestimmte Sachen in ihrem Profil eintragen, glaube ich mal, damit sie den Verlink, die Verweisung quasi dann auf das Printables-Profil haben. Und dann können sie aufs Knöpfchen drücken und MakerWorld, das ist die Plattform von Bamboo, macht dann den Rest. Ist also vollkommen automatisiert für die Benutzer, damit sie ihre Daten nicht selbst nochmal hochladen müssen. So habe ich das verstanden. Und es ist für mich, egal wie man es nennen mag, ich nenne es jetzt eine Automatisierung. Es gibt Leute, die nennen es ein Bot. Es gibt Leute, die nennen das ein Skript. Und Prusa hat gesagt gehabt, okay, pass auf, wenn ihr das von unserer Plattform zieht, entsteht bei uns natürlich auch, ich sag mal, in der Hinsicht Traffic, also Datenverkehr, der von unserem Server ausgeht und der zu euch geht. Und wir haben das nicht eingeplant bei uns in der Infrastruktur. Und deswegen blocken wir das Ganze jetzt einfach mal. Also wir sagen, alles, was von euren Domains kommt, wird jetzt erstmal geblockt, weil das haben wir nicht so vorgesehen. So ist das nicht gedacht. Die Benutzer können ja gerne ihre Modelle wieder hochladen bei euch. Aber ihr könnt das nicht einfach so eins zu eins, ohne mit euch mit uns abzusprechen, einfach von, weil wir es einfach mal rüber kopieren. Das ist halt nicht, ja. Und das war anscheinend dann auch so eine hohe Last. Ich weiß nicht, ob Prusa jetzt da ein finanzieller Schaden entstanden ist, weil die Server halt an der Last, an der Grenze waren oder so in Richtung, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Bamboo sich hingestellt hat in einem Blogpost auf ihrer Webseite und dann gejammert hat, ach, guckt euch mal hier an, Prusa ist so böse, die haben unsere ganzen Domains geblockt und alle Benutzer, die dann diesen Verweis in ihrem Profil eingetragen haben, die werden jetzt geblockt oder gebannt oder so in Richtung, was ist denn hier mit dem, wie ist es mit dem Recht auf Urheberschaft und sowas? Das sind ja deren Dateien. Wollen die jetzt verhindern, dass die Dateien von den Urhebern rübergezogen werden können und nicht bei uns veröffentlicht werden können? Und das, finde ich, ist eine ziemlich, naja, unschöne Art und Weise, sich da so als Opfer hinzustellen, obwohl sie eigentlich der Angreifer sind in dem Sinne, ja? Weil sie haben ja, ohne sich mit Bruce abzustimmen, quasi deren Server einfach das ist an den Rand gebracht, ja. Ein Benutzer kann immer noch hingehen, kann sagen, okay, ich lade meine STL-Dateien und mein G-Code, was ich vorher hochgeladen habe, lade ich wieder runter. Das kann jeder. Ja, das kann jeder. Klar, es ist für den Benutzer angenehm, wenn er dann hingeht und sagt, okay, ich kann einfach nur das Knöpfchen drücken und die Webseite macht das an sich für mich. Aber Bamboo stellt sich halt hin und sagt, nee, wir haben dafür keine Automation, also keinen Bot. Aber doch haben sie irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, wenn das Ganze nämlich automatisch passiert, dann ist da auch ein Bot mit drin. Ja, das ist einfach eine Automation an sich schon. Klar, da kann man sich jetzt drüber streiten, was ist die Definition von Bot oder was in Richtung. Aber es ist halt faktisch gesehen so automatisiert gewesen, dass es halt automatisch die Daten rübergezogen worden sind, ohne Absprache mit Prusa. Und man stellt sich dann so hin, wobei Bruce sagt so, nee, also kannst du nicht einfach so unangemeldet jetzt einfach mal hier alles ausräumen. Geht halt nicht, ja, das sind halt unsere Server, die du da an die Last treibst. Und die stellen sich halt so hin und sagen so, ach, guck mal hier, wie böse Bruce ist, dass sie uns entsprechend daran behindern, dass wir so komplett blank ziehen. Und das finde ich schon von der Art und Weise her ziemlich unfair. Oder was meinst du? Das Problem, was da auch mitgeht, wenn man mal einen Schritt weiter denkt, ist, wenn man einen, in Anführungsstrichen, unerfahrenen User hat, und der liest sich Sachen nicht, zum Beispiel nicht richtig. Und dieser User lädt jetzt sich einfach ein Druckprojekt, sage ich mal, runter, was für ABS gedacht ist. Ja. Er hat aber PLA geladen. Ja. So, und dann schmeißt er das ganze Ding auf seinen Drucker, druckt dann mit einem Material, was bei 260, 280, wie viel Grad auch immer gedruckt wird, ja. In dem Skript, hat aber ein Material geladen, was gerade mal mit 200 Grad hat. Ja. Und da kann ich Prusa an der Stelle vollkommen verstehen, wie die sagen, nee, so läuft das nicht. Richtig. Dadurch gehen im schlimmsten Fall sogar noch Maschinen von uns kaputt, beziehungsweise von dem Kunden kaputt. Richtig. Du meinst, einfach durch falsche Anwendung. Weil in dem Fall ist es dann leider Gottes eine falsche Anwendung, auch wenn es der Benutzer in dem Sinne nicht weiß, in Anführungsstrichen. Richtig. Da kann ich Prusa vollkommen nachverstehen. Du sprichst jetzt über dieses One-Click-Print-Feature, ne? Also richtig, diesen, richtig. Dieser Button, der auf der Webseite bei MakerWorld ist, von Bamboo. Wo man dann Open in Bamboo Studio, klickst drauf, zack, zack, richtig. Legst alles runter, ist gesliced in deinem Ding und du brauchst richtig. Nur noch auf Drucken klicken und ab. Genau, also wie das funktioniert ist, der Kunde, oder was heißt der Creator in dem Sinne, der Ersteller von diesen Druckdaten, normalerweise lädt man eine STL-Datei hoch, also eine CAD-Datei, die man dann selbst zu Hause erstmal runterlädt, sliced, für den Drucker aufbereitet und dann druckt. Und dann geht man meistens hin, okay, und weiß, auf dem Drucker ist das Material, also muss ich das Material slicen, ich habe den und den Drucker und fertig ist.
Und ich weiß jetzt nicht, ob sie diese gesliceten Dateien, das sind G-Code-Dateien, ich weiß jetzt nicht, ob sie die auch 1:1 mit rübergezogen haben. Aber Brewster hat gesagt gehabt, für uns ist das, die wollten das Feature ja auch anbieten, haben es zum Teil noch auf der Webseite, dass man die fertigen G-Code-Dateien hochladen oder beziehungsweise runterladen kann. Brewster hat sich aber dann dagegen entschieden, für ihre Drucker so eine Ein-Klick-Drucklösung zu bauen. Dass man einfach wirklich nur sagt, druck mir auf meinem Drucker, die Webseite lädt das automatisch runter. Es wird im Slicer automatisch geöffnet und an den Drucker geschickt. Das kann nämlich, wie du schon sagst, diesen Fehler verursachen, dass halt ein ganz anderes Material geladen ist und dann die Düse verschleißt, ja? Oder die Düse verstopft. Weil wenn du ein PLA mit ABS-Temperaturen druckst, dann kristallisiert dir das Material in der Düse und das halt so hardcore, dass du dann vielleicht die Düse gar nicht mehr freikriegst. Und wenn das ein unerfahrener Benutzer macht, der nicht weiß, wie er den Drucker repariert, ist das halt nicht cool. Ja, das kann immer passieren, wenn ein Benutzer das selbst sliced. Aber es ist halt ein Unterschied, wenn Brewster das macht als EU-Unternehmen, muss auch ein EU-Unternehmen namens Brewster dafür gerade stehen. Und wenn das ein China-Unternehmen macht wie Bamboo, kriegst du keinen in China, versuch mal in China eine Firma zu verklagen. Egal ob als Firma jetzt hier in Europa oder halt als Privatperson. Das kannst du knicken. Es geht nicht. Ja? Selbst wenn man nicht über den Weg gehen will, sagen wir mal gleich zu verklagen oder es ist ja in dem Sinne unnötig, in Anführungsstrichen unnötige Arbeit für den Support von Pusa in dem Teil. Ja, absolut. Und von Bamboo. Und von Bamboo natürlich genau. Auch. Und das ist halt ein Punkt, zu dem Support können wir auch gleich nochmal, da habe ich auch noch ein bisschen was, wo ich was sagen möchte. Aber das sind halt Sachen, wo ich sage, da denkt man nicht nach mit. Ja, also es gibt so viele Kleinigkeiten, die an dem Drucker, wo ich mir die angeguckt habe, auch jetzt, wo ich die Klone hier stehen habe, den K1 und den Flashforge Adventurer 5 und den Two Trees. Da sind Sachen drin, die einfach 1:1 kopiert worden sind, die aber schon schlecht durchdacht waren am Bamboo, die man aber trotzdem einfach 1:1 kopiert hat. Two Trees, muss ich sagen, hat bei einer Sache mitgedacht und hat zumindest mal die Filamentspulenhalter an die Seite gepackt. Du redest doch bestimmt von den Filamentspulen, ja. Der bei sämtlichen Bamboo-Labs und Klonen auch davon immer an hinten ist. Ich finde das so grausam. Warum denkt man nicht nach, also Creality, Flashforge und Co., schaltet mal bitte euer Hirn an. Auch Bamboo. Welcher Benutzer, der mal zwei Drucker nebeneinander stehen hat, möchte denn gerne am Drucker vorbei hinten irgendwie das Filament abziehen gehen? Das macht man nicht. Ja? Den Filamenteingang, den packt man an die Seite, damit man dann einfachen Zugang hat. Punkt aus. Aber Maggie, du musst es doch mal so sehen. Ja. Verleitet doch einen dazu, die AMS zu kaufen, die man einfach oben drauf legt. Ja, die ist aber auch nur für Bamboo. Wobei, nee, es gibt jetzt bald demnächst auch eine neue AMS für den Frozen Arco. Da bin ich echt drauf gespannt. Da freue ich mich schon drauf wie Bolle, aber da kommen wir nochmal einen separaten Podcast zu. Gehen wir nochmal zurück zu Printables und zu MakerWorld. Die Art und Weise, wie Bamboo Lab MakerWorld gebaut hat, ist einfach erschreckend und finde ich moralisch verwerflich. Das waren jetzt drei Stichpunkte, nicht eins. Nicht einfach verwerflich und erschreckend, ja, sondern es im Grunde genommen, ich bin ja, komme ja aus der Softwareentwicklung, genauer gesagt aus dem Frontend, und ich weiß ja natürlich, wie ich den Datenverkehr zwischen Frontend und Backend, also zwischen eurem Computer, was der Browser anzeigt, und dem, was auf den Servern von den Firmen läuft, halt entsprechend. Ja? Also zwischen dem Server, der die Daten hält und verwaltet und dann auf Anfrage rausrückt, und natürlich der Webseite, die die Daten am Server anfragt. Und als ich das gelesen habe, ist mir das so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja klar, man kann den Browser natürlich gucken, wenn man jetzt bei Printables zum Beispiel mal ein Objekt hochlädt oder ein neues Objekt erstellt, dass man da dann hingeht und sagt, okay, ich guck mal, was denn da alles an den Server gesendet wird. Weil die Daten sind ja im Browser, was da losgeschickt wird, noch nicht verschlüsselt, sondern die werden ja erst beim Raussenden verschlüsselt. Hoffentlich, ja, wenn es ein HTTPS ist. Und da kann man sich natürlich angucken, wie ist diese Datenstruktur aufgebaut. Wie heißen die Dinger unterschiedlich? Wie sieht die Antwort vom Server aus? Sagt der Server, Moment mal. Hier dieses männliche Geschlechtsteil darfst du so nicht hochladen, weil das ist FSK 18 oder sowas in Richtung, ja? Und
das kann man natürlich dann alles auslesen, weil das wird ja auch dann im Klartext sozusagen im Browser als Fehlermeldung dargestellt, weil der Browser muss es ja auch irgendwie auswerten können. Zumindest mal die Software, die im Browser drin läuft, ja, die JavaScript-Anwendung. Und dann kann man sich natürlich das, was rausgeht und das, was reinkommt, angucken und kann diese Datenstruktur, ja, es ist immer so ein im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie so ein Formular, was man ausfüllt, wenn man, was sich irgendwo eingeschult wird oder irgendwo hingeht und dann ausfüllen muss, Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe und sowas in Richtung. Und das sind alles einzelne Attribute, die dann dazu führen, dass man quasi eine Datei über einen selbst hat. Und genauso geht es da auch, dass man halt eine Datei hat, was weiß ich, eine ID-Nummer, die zufällig generiert ist, der Name von dem Objekt, die STL-Datei, die Größe von der STL-Datei, das Upload-Datum und sowas in Richtung. Das schickt man alles an den Server. Und der Server gibt einem dann zurück, entweder, ey, hat geklappt, cool. Und dann sieht man halt den Aufbau von so einer Erfolgsnachricht, was denn da alles an Daten mitgeliefert wird. Oder man sieht halt den Aufbau von so einer Fehlernachricht. Und da hat Bamboo wohl nicht nur das, sondern auch die Daten ausgewertet, wenn man intern bei Printables Nachrichten hin und her schickt. Und hat quasi auf die Art und Weise Printables reverse-engineert und hat dann damit halt im Prinzip Printables komplett geklont. Obwohl Printables an sich erstmal closed source ist und das auch aus gutem Grund. Ich meine, Brucer sagt ja sonst, okay, wir werden unsere Drucker und auch die Software, die wir entwickeln, immer open source halten, was ich sehr, sehr löblich finde, weil das kostet die unheimlich viel Geld, die ganze Software für die Drucker und alles zu entwickeln, ja. Wie die Clipper in das Betriebssystem implementieren und alles drum und dran. Das kann sich jeder angucken, wenn er ein bisschen was vom Coden versteht, kann sich das jeder angucken und kann das nachvollziehen. Aber diese Server Architektur machen die ja nicht umsonst nicht Open Source, weil da liegt ja auch ein gewisser Sicherheitsaspekt drin, dass man eben das Ding nicht hacken kann und alles drum und dran. Und Bamboo geht halt einfach hin und klaut das einfach komplett so, was heißt klaut, aber Bamboo kopiert das einfach dann in der Hinsicht und weiß dann am Schluss, wie das dann auszusehen hat und braucht sich die Arbeit gar nicht mehr zu machen und das Hirnschmalz gar nicht mehr reinzustecken, das halt aufzubauen. Jetzt sind wir wieder beim Punkt, wo ich eben gesagt habe, ja, man lernt voneinander, ja, aber die Art und Weise, wie man das macht, halt entsprechend, ist halt auch nochmal so eine ganz andere Geschichte, ja. Es ist halt immer so wie es in den Wald reinruft, so schallt es zurück. Und das schallt gerade bei mir, bei Bamboo, ein absolutes No-Go in der Hinsicht, ja. Und das ist noch nicht, wo wir jetzt angefangen haben mit, dass Bamboo, versus wenn die Daten über die Cloud gehen, die Daten halt in China liegen. Ja, wo ich sage, okay, ich kann mit dem Drucker keine Prototypen drucken für Kunden, die ich hier schon gedruckt habe. Ja, für namenhafte Unternehmen auch zum Teil, wo ich Prototypen gedruckt habe, wo ich sage, das darf ich auf den Drucker nicht drucken. Weil wenn die Daten nach China kommen und China dann, ich mag es nicht Bamboo unterstellen, aber wenn so Daten transferiert werden übers Internet, kann halt irgendwo zwischendrin sich immer einer dazwischen schalten und kann versuchen, die Daten zu dechiffrieren und halt entsprechend für sich selbst zu nutzen. Ja? Oder es braucht nur mal der Server von Bamboo gehackt zu werden. Das kann auch passieren. Das haben wir bei Sony und bei anderen Unternehmen auch schon gesehen, dass da Unmengen an Kundendaten abhandengekommen sind. Und das darf ich einfach nicht riskieren als Druckservice in dem Sinne, wenn ich eine NDA, also eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben habe, dass ich halt ein Risiko eingehe, dass vielleicht der Hersteller sein Bestes tut, um die Daten abzusichern, ich mein Bestes tue, um die Daten abzusichern und die Daten aber dann trotzdem irgendwie abhanden kommen, weil dann irgendein Hacker doch nochmal cleverer war. Und es gibt immer einen, der noch cleverer ist und besser ist und doch nochmal irgendwo eine Sicherheitsschwachstelle findet, ja. Und das darf einfach nicht sein, weil das kostet mich dann am Schluss Geld, weil ich dann verklagt werde, dass dann die Daten irgendwo abhanden gekommen sind. Und deswegen, vor allen Dingen, wenn die Alternative aussieht, ich renne entweder durchs Büro mit einer SD-Karte und schiebe die dem Drucker rein und druck dann darüber, oder ich kann halt wirklich übers Netzwerk geschlossen so drucken, dass die Daten halt nicht nach außen kommen können. Ja, weil der Drucker halt keine Daten an die Cloud sendet. Und das ist halt dann schon nochmal ein ganz anderes Thema halt. Und das ist das, was ich so bedenke, wo ich dann auch sehe, dass einige Leute einfach mit der Achsel zucken und sagen so, was interessiert es mich, wenn meine Daten dann noch in China sind? Dann sind halt die 3D-Druckdaten auch noch in China. Es ist ja sowieso schon alles von mir im Netz. Diese Resignation, diese Lethargie, die dann da einsetzt, das kann ich einfach nicht verstehen. Wie siehst du das, Hera? Ich sehe das ähnlich, nur in einer, wie soll ich sagen, in einer etwas abgeschwächteren Variante. Du hast selber Bamboo, ne? Du hast selbst einen Bamboo-Drucker. Ja, ich habe selbst einen Bamboo.
Und ich benutze tatsächlich auch diesen Cloud-Service zum Drucken. Also ich laufe jetzt hier nicht mit einer USB-Karte hier einmal quer durchs Zimmer, steck rein, drucke, steck wieder zurück. Nee. Ich benutze tatsächlich auch den Cloud-Service darüber. Worauf wollte ich hinaus? Ich sehe das ähnlich wie du, aber in einer abgeschwächten Form. Klar muss man sagen, ist es wirklich nötig, sämtliche Sachen über eine Cloud laufen zu lassen? Ist es wirklich nötig, sämtliche personenbezogene Daten, ob sie jetzt nun, sagen wir mal, im schlimmsten vom Krankenakten sind oder in der unwichtigsten Form, keine Ahnung, mein Stifthalter für den 3D-Drucker, ist das wirklich wichtig? Aber auf einen gewissen Punkt muss man einfach sagen, macht es einen Unterschied, ob es wichtig ist? Weil irgendwo macht es das eben nicht. Solange Firmen immer noch deine Daten haben, macht es für mich keinen Unterschied. Das ist genau das Gleiche. Wenn Leute zum Beispiel, bestes Beispiel ist zum Beispiel, man unterhält, das wird ja öfter mal gesagt, man unterhält sich in einer Freundesgruppe über ein gewisses Thema, sagen wir zum Beispiel im Hundefutter. Ich muss meinen Hund noch Hundefutter kaufen und welche Marken gibst du deinen Hund, bla 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 bla. 2 Tage später auf einmal komischerweise kriegst du eine Push-Nachricht von Amazon von wegen, hey, Amazon hat gerade Hundefutter im Angebot. Welch ein komischer Zufall. Ja. Das geht exakt in die gleiche Richtung. Genau. Ja. Und was anderes ist es das irgendwo nicht. Deswegen sage ich, ja, es ist vielleicht in Anführungsstrichen nicht schlimm, eine personalisierte Werbung zu kriegen oder im Falle von Bamboo Lab oder welche oder Quality Cloud zum Beispiel ja auch, ist es wirklich so schlimm, dass die meinen Druckverlauf in Anführungsstrichen haben? Mhm. Weil an sich ist es nicht. Mein Gott, sollen sie halt wissen, dass ich einen Stiftehalter gedruckt habe. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch immer noch vor Augen schauen, ist, dass es einfach in fremde Menschen beziehungsweise sogar eine fremde Firma in dem Sinne einfach sämtliche deiner Daten hat. Das finde ich am erschreckendsten. Also das ist das, was ich immer so als Dystopie empfinde, halt auch wenn ich dann mir das angucke, dass man quasi komplett gläsern ist. Und nicht, dass man komplett gläsern ist, sondern dass man nichts dagegen tun kann. Und es dann aber auch in der Bevölkerung mittlerweile so ist, dass man es komplett akzeptiert, weil man weiß, ah ja, es ist halt so. Ich kann halt nichts dagegen machen und dann lasse ich es halt so und fertig, ja. Das finde ich halt so schlimm, dass da einfach so eine Resignation einfach ist. Das ist, glaube ich, das Schlimmste überhaupt dabei, ja. Und wie gesagt, also eben die ganzen, also das Thema ist jetzt so ein persönliches Ding, wo ich sage, okay, da habe ich keine Lust drauf, ja. Ich habe auch beim Creality K1, als ich den eingebunden habe ins Netzwerk, erstmal beobachtet, was macht denn der Drucker mit dem Slicer? Wo gehen da Daten hin? Hab dann über Little Snitch, das ist so ein Tool, was ich bei mir auf habe auf dem Rechner, wo ich dann kontrollieren kann, wo gehen denn die Daten hin, an welche Server wird das Ganze geschickt, in welchem Land steht der Server. Und dann habe ich das Ganze mal über Orca Slicer gemacht, wo ich geguckt habe, gehen denn da die Daten auch hin? Und dann habe ich gemerkt, nee, der andere Slicer schickt halt Daten nach Hause und da sind die Daten halt nicht da und dann verwende ich halt nicht den Slicer, sondern den anderen, der halt einfach Funkstille hält. Das ist aber ein persönliches Ding. Und das kommt halt noch on top mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Firmenpolitik, wie umgegangen wird mit Open Source und allem drum und dran, ja? Oder wie man halt nicht nur andere Firmen quasi über die Schulter guckt und guckt, wie die ihre Webseiten aufgebaut haben, sondern da auch vielleicht einen finanziellen Schaden oder auch einen technischen Schaden verursachen kann, weil man einfach durch zu viele Anfragen bei einem Server von der Konkurrenz einfach hingeht und dann den Server vielleicht lahmlegt, weil im Grunde genommen ist es ja nichts anderes wie eine DDoS-Attacke, also eine Attacke, wo man halt versucht, mit so vielen Anfragen wie möglich gleichzeitig auf den Server zuzugreifen und der Server dann irgendwann sagt, das kann ich nicht mehr handeln und dann kaputt geht, ja, im schlimmsten Falle. Und im Prinzip ist das ja fast das Gleiche. Es ist im Prinzip nur halt, das eine ist ein Hackerangriff und das andere ist halt ein bisschen abgeschwächt, ist halt dann versucht, draus zu lernen, wenn man es jetzt mal höflich ausdrücken möchte, ja. Nur ohne Wissen von dem anderen, von dem man lernt. Und das hätte man so einfach entwirren können, indem man gesagt hat, ey, pass mal auf, Bruce, wir wollen gerne, dass Nutzer, die sich dazu entscheiden, dass wir auf unseren Druckern entsprechend direkt mit einem Klick drucken können, die aber bei euch schon quasi Daten liegen haben, dass sie die Daten mit einem Klick rüberziehen können. Dann hätte man in Kommunikation treten können, hätte können sagen, okay, pass auf, das lösen wir so und so. Dazu entstehen da und da Kosten, da gucken wir, wie wir das aufteilen, alles drum und dran. Das hat man aber alles nicht gemacht. Und ich glaube auch, in Bezug auf dem, was du gerade sagst, jemand wie Pusa, eine Firma wie Pusa, wäre eine der letzten Firmen, die sich gegen so eine offene Kommunikation verweigern würde. Richtig, richtig, weil genau. Die sind halt eben voll dahinter zu sagen, ey, wenn jemand sowas fördern will,
dann setzen wir uns zusammen und gucken, was man da machen Richtig. Kann. Richtig. Weil Bruce auch in der Hinsicht immer, das habe ich auch gemerkt, als ich vor Ort war, die haben halt immer die Community an sich erstmal im Vordergrund, weil Prusa auch durch die Community groß geworden ist. Und das merkt man auch jetzt, das werden wir in dem nächsten Podcast nochmal behandeln, wie Prusa dann entsprechend aufgestellt ist, ob die den Anschluss verloren haben. Und da merkt man einfach, Prusa ist halt so eine Community-Firma, die wirklich komplett Open Source von der ersten bis zur letzten Faser quasi leben. Und nur da, wo sie halt nicht anders können, weil es halt sonst sicherheitstechnisch nicht umsetzbar ist, halt dann halt auch Open Source, wie heißt es, drauf verzichten. Und ich glaube, die wären wirklich, wie du sagst, die Letzten gewesen, die gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Man muss nur halt den richtigen Start finden, um miteinander zu sprechen. Aber das wollte halt anscheinend Bamboo nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich denke, wenn da der Wille da gewesen wäre, hätte man mit Sicherheit mal eine E-Mail geschickt. Ich weiß nicht, ob da was passiert ist, aber aufgrund von der Antwort von Joseph Bruce, die er auf X, ehemalig Twitter, veröffentlicht hat, wo er dann ja gesagt hat, ey, pass auf, ihr braucht nicht mit dem Finger auf uns zu zeigen und rumzuheulen, dass ihr die Opfer seid, sondern ihr habt uns quasi geschädigt und habt das so und so gemacht und hat das Ganze mal klargestellt. Ich glaube, da war klar, dass Bamboo einfach, ohne zu fragen, einfach gemacht hat und Bruce gar nicht von Anfang an ins Boot genommen hat und da aber Bruce quasi einen Schaden zugefügt hat. Und das haben viele nicht auf dem Plan gehabt. Und dieses Gebäsche, was dann gleich losging, halt, dass Bruce ja halt entsprechend jetzt der Community wehtut oder dass halt die Zeit von Bruce vorbei ist und dass sie jetzt halt ihren Zenit überschritten haben und dass Bamboo ja das Beste ist und alle, die kein Bamboo haben, ist auch nur so ein Thema. Ja, wie oft ich Kommentare unter den Videos kriege, wenn ich den MK4 vorgestellt habe oder den K1 und sowas Richtung von Leuten, die sagen, ey, dass du kein Bamboo hast, das wertet dich gleich ab und alles drum und dran, ja, also, ne? Oder kauf dir mal einen ordentlichen Drucker, dann weißt du wenigstens, wovon du redest und sowas. Dass da gleich so eine Extreme hintersteckt. Ja. Ganz schön erschreckend. Richtig, so eine Art Ideologie schon fast. Dabei sind das Was ich halt interessant finde, ist, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, noch 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre zurückblickt, ja. Wo auf der einen Seite, sagen wir mal, etwas wie einen Ender dominiert hat im Einstücksbereich. Ja. Und in Anführungsstrichen die Königsklasse ein Prusa war, ja. Wenn dann jemand hingeht und sagt, ich habe mir einen Ender gekauft und dann sagt irgendjemand, in Anführungsstrichen erfahrener Drucker, ja, ich habe bei mir den MK3 stehen, dann heißt es, boah, krass, gönn ich dir. Genau. Und diese Umgekehrtheit, die heute ist, von wegen, ich habe ein Ender, wie, du hast ein Ender, warum hast du kein Bamboo? Dieses umgedrehte Denken ist das, was sich heutzutage so ein bisschen erschreckt. Richtig, also das habe ich gemerkt, als Bamboo auf den Markt gekommen ist, da hatte ich den Two Trees SP5 hier stehen gehabt, kurz drauf später und habe den dann auch, also ich meine, ich wollte ihn eigentlich nicht testen, ist aber zufälligerweise hat der Hersteller dann das nicht mehr stoppen können mit der Lieferung. Die waren ein bisschen voreilig und habe ich gesagt, komm, okay, ich teste das Ding. Ich fand den Drucker auch okay. Das war ein grundsolider Drucker und ich habe den dann halt wie viele Geräte, die ich zum Testen bekomme, einfach in eine Schule gegeben, weil ich sage, ich kann hier nicht alle Drucker aufnehmen, so groß ist das Haus nicht. Und da kam dann gleich eine Antwort, ja, ja, das kannst du gleich knicken, der Drucker wird sofort kaputt gehen. Ja, kauf da was Ordentliches, das ist ein Bamboo oder sowas in Richtung. Ich so, Digga, hörst du denn überhaupt dir mal selbst zu? Ich soll noch mal ein Bamboo für die Schule kaufen? Ich habe dann Two Trees, der funktioniert wunderbar. Die Technik habe ich mir angeguckt, alles super. Wenn da was dran kaputt ist, kann ich es selbst reparieren. Das kann ich beim Bamboo nicht. Ja? Weil halt alles Closed Source ist. Ich kann jetzt auch beim Flashforge Adventurer hingehen. Das ist eigentlich ein absoluter Horror-Drucker. Da sind wir beim gleichen Thema, ja? Der Drucker verwendet Clipper, ist ein Open-Source-Betriebssystem. Und hat es aber bis vor kurzem, bis vor ein paar Tagen, das Repository nicht öffentlich gemacht, also diesen Quellcode nicht öffentlich gemacht, wie sie es angepasst haben auf ihren Drucker. Finde ich absolut fatal. Da sind noch so viele Stolpersteine an dem Drucker dran, wo ich sage, das Ding ist komplett uninteressant. Da würde ich mir nie einfallen lassen, das Gerät in eine Schule zu stellen, auch wenn der vielleicht aktuell noch ordentlich druckt. Aber wenn da was drankommt, hast du halt echt ein Problem. Ja, und ich muss den erstmal richtig umbauen, bevor ich den in eine Schule stellen kann, damit ich sagen kann, okay, ich weiß, dass der Drucker auch durchhält. Das hatte ich beim Two Trees jetzt in der Art und Weise nicht. Und wenn man sich dann mal überlegt, woher kommt denn der Bamboo X1 oder der P1S oder P1P? Na, das sind alles im Prinzip Klone von einem Voron Trident. Und das war auch zur Zeit, bevor Bamboo da war, war das Flaggschiff sozusagen. Wer einen Voron hatte, war
ich würde jetzt nicht sagen Überflieger, aber der hatte sich ausgekannt. Ja, ich habe 3 hier stehen, plus nochmal 2 Voron Zeros da hinten. Die sind alle 3 nochmal gerade am Umbau. Beziehungsweise der eine, den habe ich noch nicht richtig angefangen zu bauen, da werde ich demnächst anfangen zu bauen. Aber ich weiß halt, wie ich so einen Drucker aufbaue. Ich habe schon ein bisschen Ahnung. Ich mache das Ganze jetzt schon seit 10 Jahren. Und ich weiß, worauf ich achten muss. Und wenn dann Leute kommen, die sich einmal einen Bambu gekauft haben, gesehen haben, wie gut der Drucker druckt. Ja, der druckt gut. Der druckt genauso gut wie mein MK4, der druckt genauso gut wie mein K1 und der druckt genauso gut wie mein Voron 2.2 250. Die Teile, die ich da raushaue, sehen nicht wirklich schlechter aus. Ja, ich muss an dem Voron öfter rumarbeiten, weil ich den komplett selbst zusammengebaut habe und gerne mal ab und an einen Teil austausche, weil das Teil besser ist als das alte. Deswegen steht er öfters mal. Jetzt momentan baue ich gerade einen Stealth Burner ein mit einem kleinen Display vorne drin. Einfach, weil ich es geil finde. Und weil ich sage, okay, das ist nochmal besser, der bringt nochmal mehr Leistung, ist einfacher zu warten und man auch damit dazulernt, weil die Community sich weiterentwickelt, weil halt alles Open Source ist. Und dann von Leuten so mitzubekommen, die vielleicht 1,5 oder 2 Jahre maximal erst im 3D-Druck unterwegs sind, sich ein Bambu dahingestellt haben, was angefangen haben, was zu drucken und dann meinen, sie wären die Kings. Und alles, was kein Bambu ist, ist das gleiche Gebäsche wie in der Schule. Wie, du hast kein Adidas an, wie, du hast kein Nike an. Dann bist du doof, ja? Ich weiß nur, damals bei mir in der Schule war es so, wenn du nicht diese Adidas-Hose, die mit den Knöpfen, mit den 3 Streifen, kennst du die noch? Ja, natürlich, die Schlapperhose. Genau. Wenn du die nicht hattest, warst du out. Und das gleiche ist jetzt mit Bambu. Hast du kein Bambu, bist du doof. Dabei druckt der Ender 3 V3 KE, der da unten steht, oder auch der Ender 3, der wahrscheinlich Ender 3 V3, der demnächst kommt, und auch der K1 oder K1C, die drucken auch mega gut. Ich habe dem Matthias Schweighofer und dem Micha habe ich letztens Bilder rüber geschickt von den Prototypen hier. Die habe ich auf dem K1 gedruckt, da macht der, boah, die Qualität sieht schon ziemlich geil aus, mache ich ja. Und das, was ich jetzt hier gerade in der Hand habe, das könnt ihr jetzt nicht sehen, außer ihr guckt den Podcast auf YouTube, kann ich nur noch mal sagen, abonnieren. Das ist auf dem MK3 gedruckt. Der Drucker ist 6, 7 Jahre alt und druckt immer noch wie eine 1. Ja? Und das verstehen halt die Leute nicht. Es geht schon. Und der MK3 ist jetzt, wie gesagt, 6, 7 Jahre alt. Den hatte ich damals gekauft, als wir die Drucker für die Schule besorgt haben. Dass ich weiß, wie der Drucker funktioniert, habe ich den komplett als Kit bestellt und komplett selbst zusammengebaut. Wenn man den ordentlich pflegt und mit dem ordentlich umgeht, dann funktioniert der auch noch. Im Gegensatz vielleicht zu einem Bambu. Ich möchte nicht wissen, wie ein Bambu in 6, 7 Jahren aussieht. Ja, weil wenn ich mir angucke, es gab den 3D-Printing-Professor, der hat ein Video gemacht, dass seine AMS kaputt gegangen ist. Besser gesagt, der erste, ja. Die Geschichte. Die Geschichte, genau. Der hat den ersten Slot von der AMS. Das AMS ist dieses Filamentwechselsystem, wo man mehrere Farben einlegen kann oder auch mehrere Materialien. Und dann zieht der Drucker automatisch ein, wenn er weiß, ah, okay, er braucht jetzt ein anderes Material. Entweder weil das erste ausgegangen ist, dass er so automatisch jede weitere Rolle aufbraucht. Oder wenn er weiß, okay, da ist ein Farbübergang drin, ich muss wechseln, ich muss jetzt nicht mehr rot, ich muss jetzt weiß drucken. Und dann zieht er das neue ein und spuckt das alte quasi wieder aus. Und diese erste Einheit vorne, dieser erste Slot vorne ist kaputt gegangen. Dieses Getriebe, was da drin ist, um das Filament einzuziehen. Und dann hat er Bambu angeschrieben und er hat damals seinen Drucker als kleine Information hat er bekommen zu dem Zeitpunkt, als die Kickstarter-Kampagne live ging oder gerade zu Ende war. Und dann hat er Bambu angeschrieben und gemeint, das Ding ist kaputt. Okay, er soll Bilder schicken, dann hat der Support gesehen, ah, da ist eine Hydra verbaut, das ist ein Upgrade sozusagen, was man sich selbst drucken kann für den Drucker, für diese AMS. Und dann haben die gesagt, nee. Wohlgemerkt, kein offizielles. Richtig, genau. Keine offizielle Modifikation, sondern halt eine Community-Made-Modifikation. Richtig, genau. Einfach damit man andere Spulen auch noch draufpacken kann, weil die AMS ist eigentlich dafür ausgelegt, dass man die Spulen natürlich vom eigenen Hersteller verwendet und vielleicht auch noch die eine oder andere. Es gibt jetzt Hersteller, die sich auf diese Größe einschießen, dass sie halt auch draufpassen, aber das war halt damals noch nicht. Und dann hat man sich halt dieses Hydra-Mod gedruckt. Das ist dann dafür, dass dann auch breitere Spulen reinpassen und die Breite von diesem Slot, von diesem Bereich, wo man die Spulen reinpacken kann, voll ausnutzt. Und das ist halt in der Community entwickelt worden. Heißt aber auch, wenn man das einbaut, geht die Garantie von dem Teil flöten. Und dann hat die Dame gesagt, nee, ist nicht, bla bla bla, kein Support und wollte die Leitung schon abwürgen. Und dann hat er gemeint, komm, ich will auch eigens dafür bezahlen. Und das war ein ewiges Hin und Her, hat er gemeint. Das ging über Tage, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hat sie sich dazu erweichen lassen,
Und er wollte auch explizit, weil er ja schon einen recht großen Kanal hat, ich glaube, er hat irgendwas um die 60.000 Abonnenten, und er wollte halt explizit die Erfahrung machen, die jeder andere Kunde, der zu Bamboo geht und dieses Problem hat, halt auch machen. Nicht also als besonders behandelt werden, als Influencer jetzt, ey, ich habe das Ding von euch gesponsert bekommen, ich habe da was Kaputtes, tauscht mal bitte aus. Ja? Und die Reaktion war, ja gut, okay, dann schick mir doch mal die Rechnung. Und da ist aufgeflogen, ey, ich habe keine Rechnung, ich habe das Ding von euch zur Verfügung gestellt bekommen. Und statt dann, dass er die Ersatzteile bezahlen muss, war es auf einmal, ach ja, kein Problem, okay, du kriegst komplett ein neues Getriebe. Das Getriebe hat nach einem Jahr wohlgemerkt, weil es eine neue Version war, innerhalb von einem Jahr, nicht mehr in das alte Gerät, in Anführungszeichen, reingepasst. Dann hat er das dem Support geschrieben, ja, ist gar kein Thema, hat er ein komplett neues Gerät bekommen. Das Gerät hat aber nicht mehr mit dem alten Drucker in Anführungszeichen funktioniert. Dann hat er dem Support nochmal geschrieben, ey, das funktioniert nicht. Ja, ist kein Thema, du kriegst einen neuen Drucker und eine neue AMS. Komplette Kombi neu. Genau, komplette Kombi neu bekommen. Und dann hat er im Video gesagt, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich mein Gerät, meine AMS, was ein Jahr alt ist, noch nicht mal ein Jahr alt ist, wollte ich einfach nur reparieren, damit ich halt den Rest weiter nutzen kann und den nicht in die Tonne kloppen muss, weil das ist natürlich abhalten. Vor allem muss man ja auch dazu erwähnen, er war sogar zahlungsbereit für die Reparatur. Er hätte sie selber bezahlt. Und das ist halt so, auch das, was ich so ein bisschen Befürchtung habe mit diesen Einstiegsdruckern oder auch mit den Leuten, die dann neu hinzukommen, dass das Gefühl aufkommt, wie bei diesen 0815 Tintenstrahldruckern, die man für 50, 60 Euro im Fach Elektronikfachmarkt bekommt. Eures Vertrauens. Ja, genau. Dass man die Dinger kauft und wenn die Patronen leer sind, weil die Patronen neu, teurer sind als der Drucker, dass man den Drucker wegschmeißt und sich einen neuen kauft. Das, die Befürchtung habe ich, dass das Gleiche jetzt passiert, dass der Trend so in die Richtung geht, weil die Hersteller es auch unterstützen auf die Art und Weise. Ja, auch durch die Art und Weise, wie die einzelnen Baugruppen aufgebaut sind. Also Hotend, ja, vorne dieser Metallpart, wo das Material drin aufgeheizt wird und geschmolzen wird, damit es halt gedruckt werden kann. Das kann man bei vielen Druckern, wie bei dem Flashwatch zum Beispiel, nur komplett austauschen. Ja. Früher konnte man... Die Sachen werden halt immer kompakter. Richtig. Einfach auf der einen Seite für die Leute, weil es halt kompakter, weil es schöner aussieht. Man sieht es ja auch zum Beispiel den Trend bei den Handys, die werden, oder Laptops, es wird alles immer dünner. Wo soll dann die Kühlung herkommen? Ja. Und der gleiche Trend ist halt eben aktuell auch bei den Druckern, vor allem bei Hotends und all sowas. Aber auch da muss ich wieder sagen, guck mal rüber nach Prusa oder guck mal rüber zu Creality. Creality hat ja auch so einen ähnlichen Druckkopf, der so ähnlich aufgebaut ist wie der von dem Bamboo, von der Optik zumindest mal und von der Mechanik und allem drum und dran her. Und die schaffen es ja auch, dass man vorne nochmal die Düse extra austauschen kann. Und wenn man die Ersatzteile bekommen würde, könnte man auch den Thermistor, also diesen Temperaturfühler und auch die Heizpatrone von der Düse, von dem Heizblock quasi vorne austauschen. Und Prusa bietet es ja auch an. Die haben auch ein sehr performantes Hotend, wo man quasi so ein langes Hotend austauschen kann, wenn man es möchte, durch ein eins, wo man vorne die Düse separat austauschen kann. Also es geht. Man kann kompakt bauen und auch umweltfreundlich kleine Einzelteile halt austauschen an diesen Bauformen, wenn man nur möchte. Ja, ich weiß, für den Otto-Normalverbraucher ist es einfacher, altes Hotend raus, wegschmeißen, neues Hotend rein. Aber da hängt halt auch Plastik, Aluminium, Edelstahl, zum Teil Kupfer, alles mit drin, Elektronikbauteile, ja, die sowieso in der Pandemie ziemlich knapp waren. Gerade bei dem Flashforge, da ist ja alles drin verbaut. Da ist eine kleine Platine drin mit einem JST-Stecker, damit das Ganze auch entsprechend verbunden werden kann, dass alles mit Strom verbunden ist und sowas in Richtung. Und dann nochmal ein Plastikgehäuse drumherum, damit es auch ja schön ist. Wahrscheinlich noch ein PEEK-Gehäuse oder sowas, damit es nicht schmilzt bei den hohen Temperaturen, die das Ding drucken kann. Warum? Wenn man nur diese kleine Spitze vorne, diese kleine Düse austauschen muss, das ist halt eine Umweltverschwendung ohne Ende. Und dieses Beispiel 3D Printing Professor zeigt halt einfach, dass Hersteller wie Bamboo einen Unterschied machen, ob man Influencer ist oder ein normaler Benutzer und dann als Influencer besser behandelt wird, damit man halt nochmal Werbung macht für die Geräte, aber ein normaler Benutzer halt in die Röhre guckt. Und das siehst du halt 1:1 auch in diesen Support-Bewertungen. Da ist an allererster Stelle unangefochten ganz weit vorne Prusa und dann kommt erstmal lange gar nichts und dann kommt irgendwann Bamboo. Und das ist jetzt ein Unterschied von 4,9 Sternen bei Trustpilot
zu 2,8, glaube ich, wenn überhaupt, oder 2,6. Und dann kommt irgendwann unten drunter mit 2,0, glaube ich, Creality und dann geht es weiter und nur noch die Treppe runter halt mit den anderen Herstellern. Ja, Bamboo ist dann noch der beste von den ganzen anderen, aber unangefochten ist da halt Prusa. Und dann muss man sich auch bedenken, ein 3D-Drucker ist nicht nur, hey, ist das Druckbild auch in Ordnung und ist sehr einfach zu bedienen, was beides auf den Prusa zutrifft. Ja, also ich habe den MK4 auch einfach ausgepackt, hingestellt bei meinen Eltern und habe direkt gedruckt, habe den wieder eingepackt, bin nach Hause gefahren, weil ich so auf halbem Wege bei meinen Eltern nochmal halt gemacht habe und was drucken musste, bin nach Hause gefahren, habe ihn ausgepackt, hingestellt und habe weitergedruckt. Das kann der also auch. Und das in der Druckqualität, die dem Bamboo gleich ist. Und zu einem Drucker gehört aber auch noch, wie ist die Langlebigkeit von dem Gerät? Wenn was kaputt ist, wo kriege ich die Ersatzteile her? Da ist bei Prusa halt einfach geil, weil die Teile halt alle Open Source sind und die Druckteile, die alle dran sind, kriegst du alle zum selber drucken. Dann die einzelnen. Und das, was du nicht gedruckt hast, kriegst du definitiv auch jedes Teil einzeln. Richtig. Und wenn du es nicht drucken kannst, weil du nur diesen einen Drucker hast, bietet Prusa, glaube ich, sogar die ganzen Druckteile nochmal separat zum Verschicken an. Ja. Und das halt innerhalb Europas kostet zwar ein paar Euro, aber ist halt verfügbar. Ja, und wenn du es nicht kannst, dann kannst du die Dateien runterladen, kannst du irgendeinen Kumpel schicken oder so in Richtung, kannst du die da drucken lassen. Dann kriegst du die ganzen Teile wie Düsen, Motherboard und alles, was da drin ist, kriegst du halt auch noch irgendwo her und mittlerweile sogar schon auf dem Drittmarkt. Das zählt halt auch dazu. Der Kundensupport an sich bei Prusa ist wirklich erstklassig. Die geben sich wirklich Mühe, die analysieren das Problem und dann hast du auch wirklich genau das Ersatzteil, was du brauchst. Auch nur das, was du brauchst und gut ist. Dann, dass es ein europäisches Unternehmen ist mit Datenschutz und allem drum und dran, wie wir es in Europa kennen. Dass es hier Arbeitsplätze sichert, dass die Qualität von den Geräten mittlerweile echt bombastisch ist, muss man sagen. Da werden wir dann auch im nächsten Podcast nochmal drüber reden. Und das zählt halt auch alles in so einen Drucker mit rein. Es ist halt nicht nur Druckqualität und einfache Bedienung, sondern es ist halt noch das ganze Ökosystem und alles drumherum. Und das finde ich ist einfach bei Prusa noch mit das Beste. Und deswegen gebe ich halt lieber mein Geld für einen Prusa aus als für einen Bamboo. Auch wenn das vielleicht dem einen oder anderen nicht passt. Im Endeffekt muss es ja jeder selbst. Natürlich, natürlich. Ich mache niemandem einen Vorwurf, wenn er sagt, okay, ich habe mir jetzt einen Bamboo gekauft. Ich bin froh, wenn derjenige auch froh ist und damit glücklich wird. Aber ich glaube, wir müssen in der Community nochmal lernen, jetzt, dass diese Neuankömmlinge durch Bamboo oder auch die Umsteiger auf Bamboo, die es noch nicht kapiert haben. Es gibt viele, du bist ja auch in der Hinsicht komplett normal, in Anführungszeichen. Ja? Du machst ja jetzt auch niemanden Kopf ab, weil er keinen Bamboo hat. Ja? Nee. Genauso machen wir dir auch nicht auf dem Server den Kopf ab, weil du einen Bamboo hast. Und da kenne ich viele. Matthias Schweighofer ist auch einer, der hat nur Bambus, auch der Micha. Da machen wir Späßchen drüber halt entsprechend. Auch gestern Abend wieder, als wir so Voicemails hin und her geschickt haben. Ja, Micky, da musst du dir halt mal einen Bamboo kaufen, damit du mal einen ordentlichen Drucker hast. Dann mache ich, Micha, soll ich dir nochmal die Bilder von dem K1-Druck zeigen? Da kann dein Bamboo nicht mehr mithalten. Und dann war auch, dann ist gut. Ja, das ist auf einem freundlichen Level so ein bisschen Spaßmacherei. Da ist das vollkommen in Ordnung und da verstehen wir uns auch. Aber wenn das so ein Gebäsche wird, wie auf dem Schulhof, so, du hast kein Bamboo, deswegen bist du doof und deswegen bist du Untermensch. Leute, das bringt's nicht. Versucht euch da nochmal ein bisschen anzunähern und nochmal ein bisschen auf ein normales Level runterzukommen. Und bei Bamboo hoffe ich einfach, dass sie da dann hingehen und sagen, okay, ja, wir haben da Scheiße gebaut, es tut uns leid. Und mal wirklich auf Prusa zugehen und sagen, okay, ja, wir reden mal mit denen und kriegen das auf die Reihe. Das würde ich geil finden, dass dann halt auch die Communities mehr miteinander verwachsen. Vor allem nicht nur Prusa, halt auch die anderen Communities, ja. Was Creality gerade mit der Creality Cloud machen. Ja. Ja. Kommt ja alles vom gleichen Kerngedanke. Richtig, genau. Es gab auch andere Druckerhersteller, ich weiß den einen Namen nicht, die haben einfach ganz dreist die Daten einfach wirklich komplett runtergezogen. Das ist alles bei Printables. Klar ist da Prusa sauer, wenn da alle Geburt irgendeine Firma hingeht und einfach unangemeldet die Daten runterzieht und denen halt da die Server blockiert von dem Traffic her. Ja? Die haben ja auch nur eine gewisse Bandbreite, die sie nutzen können von Downloadgeschwindigkeit und Uploadgeschwindigkeit. Und wenn die ständig blockiert ist von anderen Herstellern, weil sie halt ihre eigene Plattform aufbauen wollen auf deren Kosten, sind die natürlich irgendwann sauer. Ja. Und das machen halt, mittlerweile ist es so eine Mode geworden, dass jeder Hersteller seine eigene Community aufbauen muss. Und das ist halt neben Thingiverse und Printables und My Mini Factory und Kites 3D und Thanks,
was ja jetzt schon 5 Stück sind, die ja eigentlich ausreichen, dass dann noch jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen muss. Ja, mei, wenn wir das so weitermachen, dann wissen wir bald gar nicht mehr, wo wir die Daten mehr runterladen können. Dann verlieren wir komplett den Überblick. Und vor allen Dingen ist das ja auch, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht wirklich klug, wenn man Dubletten überall rumliegen hat. Also wenn Printables und Creality OS im Prinzip das Gleiche von den Daten her hat, aber es nur untere Oberflächen sind. Das macht ja auch keinen Sinn, weil dann sagen die Leute, warum soll ich denn darüber gehen? Ich kann doch hier bei Printables sowieso alles runterladen. Da habe ich einen Account, da habe ich meine Achievements schon alle erreicht. Warum soll ich jetzt nochmal bei Creality komplett neu anfangen oder bei Bamboo? Vor allem schädigt es ja nicht nur den Traffic von den jeweiligen Seiten, sagen wir mal wirklich Printables oder welche Plattform auch immer. Es schädigt ja im Endeffekt auch den User selbst. Ja. Wenn der erstmal bei 30 verschiedenen Seiten sich erstmal anmelden muss, um wirklich das genau zu finden, was er hat. Ich meine, eine Seite wie zum Beispiel Thanks, ist ja eher so eine in Anführungsstrichen Vergleichsseite. Die zieht ja die Daten nicht von überall sich her. Das finde ich in dem Sinne auch ganz gut. Ja. Aber wenn hier halt wirklich jeder Hersteller hingeht, sich sein eigenes Ding aufbaut, da bist du wirklich irgendwann nur noch am Suchen. Ich möchte Projekt XY machen und du gehst 50 Seiten durch, bis du endlich mal das findest, was du haben willst. Korrekt. Und ich finde das auch, wie Thanks das macht, komplett in Ordnung. Weil wenn Thanks zum Beispiel mal irgendwas von Printables anzeigt, dann ist das nur in der Suche und sobald du auf diesen Eintrag klickst, kommst du automatisch auf Printables. Das ist voll. Es ist nur eine Verlinkung. Es ist eine Suchmaschine für. Genau. Genau, es ist nur eine Verlinkung und kein in Anführungsstrichen Klau oder wie auch immer. Es ist eine reine Verlinkung. Korrekt. Und das ist auch, finde ich, vollkommen legitim, weil es halt, wie du sagst, es ist eine Suchmaschine für 3D-Druckdateien sozusagen. Ja, und das ist vollkommen gut. Und parallel dann auch jeder Nutzer seinen Fair-Share-Anteil. Wenn man zum Beispiel sagt, man hat auf Printables eine Datei für, sagen wir mal, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Euro. Ja. Jeder hat, wenn man das sich als wirklich als Suchplattform aufbaut, jeder hat seinen Fair-Share dann. Ja. An diesem Projekt. Ja, richtig. Und das ist halt auch, mit dem Fair Share ist ja auch nochmal so ein schöner Punkt. So Dateien kosten ja auch ab und zu mal Geld. Ja, auch jetzt auf Printables, wo sie es einführen, dass du Mitgliedschaften abschließen kannst und dass du für Dateien auch bezahlen kannst, wenn es hochwertige Dateien sind, was ich auch gerne mal mache, ja, wo ich gar kein Problem damit habe. Aber wenn dann irgendeiner hingeht und die Datei gekauft hat und die dann runtergeladen hat und die dann auf einer anderen Plattform hochlädt, gerade wenn die Plattform vielleicht in einem anderen Land sitzt, wie China, wo man das halt nicht rechtlich durchsetzen kann, vielleicht wegen Copyright und sowas in Richtung, ja? Oder Urheberrecht, ja? Es ist halt auch nochmal ein Problem, wie man das lösen möchte, weil so hundertprozentig gelöst ist es, soweit ich weiß, noch nicht. Ja? Und das ist ein Riesenproblem, was man erstmal lösen muss. Und das kann man halt nur lösen, indem man miteinander redet und nicht einfach stur aneinander vorbeirennt und einfach macht. Und das macht Bamboo halt gerade. Das macht auch Creality, das macht auch Flashforge und alle anderen. Und ich würde mich freuen, wenn sie da alle sich mal ein bisschen wieder runterkommen würden und auch von diesem Hype runterkommen würden, dass sie halt alle ihr eigenes Süppchen kochen müssen. Das würde der Community, glaube ich, mehr helfen, als das, was momentan passiert. Ja, jetzt sind wir. Mit das ist ein guter Abschluss sogar. Ja, jetzt sind wir mit dem ersten Podcast bei 1 Stunde, 10 Minuten und 57 Sekunden. Ich würde sagen, das reicht für die erste Folge. Wir zeichnen jetzt noch 2 andere auf, über auch spannende Themen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, hört uns in der nächsten Folge zu. Vielen Dank, Hera, dass du mit dabei bist. Und wir immer wieder gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, HODL the Line, Happy Printing und ciao. Tschüssi.